Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldfußmuseum. Mein Name ist Effi Drews und ich bin heute der Erklärbär für Spurenfossilien. Wenn ihr also wissen wollt, wie diese Abdrücke ins Gestein gekommen sind, wer sie dort hinterlassen hat und was sie uns über Deutschland vor 250 Millionen Jahren sagen, dann bleibt dran. Spurenfossilien im Allgemeinen können ganz unterschiedlich aussehen. Sie zeigen aber immer das Verhalten von einem Lebewesen in seiner Umwelt. Dabei kann es sich dann zum Beispiel um Grabgänge im Boden handeln oder um Fraßspuren an Blättern oder eben um Bewegungsspuren wie diese Fußabdrücke. Die stammen aus Hildburghausen in Thüringen und sind ca. 250 Millionen Jahre alt. Chirotherium-Spuren wie diese findet ihr aber auch in der Region, zum Beispiel in der Eifel. Die Gesteinsschicht, aus der sie kommen, heißt Buntsandstein und die ist nach den Farben dieses Gesteins benannt, das rot oder auch gelb sein kann. Hier haben wir eher die gelbe Farbe. Diese Platte ist Teil eines größeren Komplexes, der gefunden wurde. Und hier in Bonn haben wir einen kleinen Ausschnitt. Das sind diese rot markierten Abdrücke hier. Das Ganze wurde schon 1834 entdeckt, in Platten geschnitten und in verschiedene Museen in ganz Europa verteilt. Aber wie sah das Tier denn nur aus, das diese Abdrücke hinterlassen hat? Nun, die Spuren können uns da einiges sagen. Wir wissen zum einen, wie die Füße ausgesehen haben. Wir finden im vorderen Bereich kleine Vorderfüße und im hinteren Bereich größere Hinterabdrücke. Außerdem können wir sehen, dass die Fährte in einer Linie verlaufen ist, was zeigt, dass das Tier beim Laufen die Beine unter dem Körper gehalten haben muss. Das steht im Gegensatz zu anderen Reptilien, wie zum Beispiel Eidechsen, die beim Laufen ihre Beine neben dem Körper haben. Außerdem kann man aus der Schrittlänge des Tieres die Größe berechnen, die es im Endeffekt hatte. Das sind in diesem Fall bis zu 3,5 Meter. Zusammen mit dem Alter der Gesteine kann man so auf einen frühen Verwandten der Krokodile, wie zum Beispiel Ctenosauriscus, als Erzeuger schließen. Neben dem Erzeuger der Spuren verrät uns dieses Gestein aber auch noch einiges über die Umwelt, in dem das Tier gelebt hat. So stammt der Schlamm, in dem die Fußspuren hinterlassen wurden, aus der Überschwemmungsebene eines Flusses. Außerdem zeigen uns diese Trockenrisse, dass das Klima recht warm und trocken gewesen sein muss, damit das ganze Wasser aus dem Schlamm wieder verdunsten konnte. Vielleicht wundert ihr euch noch, dass die Fußabdrücke nicht eingedrückt sind. Sie ragen aus der Platte heraus. Warum das so ist, kann man am besten sehen, wenn man zu Hause sein eigenes Spurenfossil macht. Dazu brauchen wir erstmal unseren Untergrund. Wir füllen eine Schale mit Mehl. Ein bisschen klopfen, damit es sich verteilt. Dann nehmen wir irgendeinen Plastikdino. Den lassen wir ein paar Schritte über unseren losen Untergrund machen. Und diese Spuren füllen wir jetzt mit Schlamm. Weil der aber nicht so lecker schmeckt, nehmen wir stattdessen lieber Weingummi. Das erhitzen wir auf dem Herd, bis es richtig flüssig wird. Zur Not kann man noch ein bisschen Wasser hinzugeben. Das Tier ist jetzt schon lange weg. So wie es damals der Fluss gemacht hat, geben wir den Schlamm über unsere Spur. Der Schlamm braucht dann viele Millionen Jahre, um zu versteinern. Aber wir beschleunigen das jetzt ein bisschen mit unserem Kühlschrank. Das dauert dann nur ein paar Stunden. Wenn wir jetzt die feste Schicht vorsichtig ausgraben, kann man das Ergebnis sehen. Und da haben wir, genau wie im Goldfußmuseum, eine Platte mit Spurenfossilien. Falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, ein paar Spurenfossilien aus Gummibärchen zu machen, findet ihr das Rezept in der Beschreibung. Wir würden uns dafür freuen, wenn ihr uns ein paar Fotos davon schickt und das Hashtag benutzt. Macht's gut und bis zum nächsten Mal!